Willkommen zurück zum Part Golden Sun. Hier haben wir beim letzten Mal aufgehört und hier soll es jetzt natürlich auch gleich weitergehen. Ich habe gerade nochmal gespeichert, das ist das Gute an Golden Sun. Man kann halt wirklich überall, kann man einfach mal zwischendurch speichern. So, okay, super, Kraden. Warum willst du denn hier lang gehen, wenn hier gar kein Weg weiter ist? Mann, ey. Stecke die Elementarsterne in diese Beutel und bring sie hierher. Ja, haben wir ja verstanden. Versuchen wir mal. Hier unser Glück. Geht's hier? Ne, geht's auch nicht weiter. Okay. Das ist blöd. Dann vielleicht, ja, hier lang. Das sieht gut aus. Sehr gut sogar. Ja. Hüpfe und hüpfe und hüpfe und da sind wir. Okay, die schicke Statue hier hält es in ihren Händen und wir nehmen es uns einfach, oder? Wow. Bam. Bam. Und... Pau. Okay. Nur wenn man der Statue hier den Stein wegnimmt, oder Stern. Isaac steckt den Venusstern in einen Mithrilbeutel. Okay. Gut, gut. Holt jetzt die anderen. Okay, man, es gibt also sozusagen eine feste Reihenfolge. Ihr habt ja vorhin gesehen, dass eben gerade bei dem einen Elementarstern die Säule noch nicht aus dem Boden rauskam, dass man sich das holen konnte. Und die war ja hier gerade auch noch zu. Gut, dann holen wir uns den hier, den Merkur oder Wasserstein. Und, oh, da sehen wir schon, wo wir als nächstes hin müssen. Wir könnten jetzt auch schon dahin. Super. Ja, Isaac, steck den Merkurstein in einen Mithrilbeutel. Gut, gut. Jetzt holt die anderen. Gut, gerade, wir beeilen uns hier lang. Können wir hier jetzt schon lang? Ich glaube, hier geht's noch nicht lang. Wir haben auch schon gesehen, dass wir den einen da schon holen konnten. Holen wir uns erstmal den Jupiterstein. So, hier lang. Den, den wir uns als erstes holen wollten vorhin. Gut. Da. Komm, jetzt erstmal hier wieder die Säulen raus. Da eine. Da eine. Und da eine. So, jetzt. Sind jetzt schon alle draußen, oder? Na egal, wir holen uns den Jupiter Stern und stecken ihn in einen Mithrilbeutel. Gut. Was? Was passiert? Jetzt, was ist denn... Hä? Sag mal. Hä? Siehst du richtig? Oh, verdammt. Sieht so aus, als hätten sie uns gesehen. Ich dachte, wir wären in Sicherheit. Bis sie alle Elementarsterne geholt haben. Ihr... Ihr habt vor, die Elementarsterne zu stehlen. Meister Kraden. Ihr nennt uns Diebe? Wenn ich mich recht entsinne, seid ihr diejenigen, die unsere Informationen gestohlen habt. Hm. Naja. Hm. Was haben sie mit uns vor, wenn sie erst die Elementarsterne haben? Wenn wir ihnen nicht mehr von Nutzen sind, werden sie uns sicher loswerden wollen. Bleibt ruhig. Bleibt ruhig. Es wird euch nichts geschehen. Hä? Kommt denn da noch? Hm. So lautet doch unsere Abmachung. Oder etwa nicht? Hä? Mit der mich? Das hängt natürlich von ihrer Bereitschaft ab. Von ihrer Bereitschaft zur Zusammenarbeit ab. Was? Sie sind in Sicherheit. Wenn uns die Elementarsterne übergeben werden. Ist das nicht genug? Ach, doch, muss okay sein. Ihr habt uns gehört. Wenn ihr eure Freunde retten wollt, dann gebt uns die Elementarsterne. Hä? Nehmt ihr unsere Bedingungen an? Verdammt, Gareth, was sagst du? Wir müssen sie ja retten. Ja, okay. Nein, Isaac! Du darfst ihnen die Elementarsterne nicht überlassen! Warum weist du uns zurück? Willst du, dass deinen Freunden etwas zustößt? Wenn wir euch erst die Elementarsterne übergeben haben,
Welche Garantie bleibt uns dann noch? Eine Garantie? Ich hab eine. Du wirst deine Maske abnehmen müssen. Nein. Das bedeutet... Natürlich. Eine gute Idee. Er wird unsere Garantie sein. Was? Was soll das ändern? Unter diesen Umständen bleibt uns wohl keine andere Wahl. Felix, nimm deine Maske ab. Was? Was habt ihr gesagt? Oder was hat er gesagt, die sagt? Hä? Er hat diesen Kerl Felix genannt. Das hast du doch auch, das hat er doch gesagt, oder? Ja. Du hast es doch auch gehört, Felix. Das kann nicht sein. An jenem Tag, der Felsen. Wir sahen doch, wie er starb. Oder etwa nicht? Naja. Jetzt, wo du es sagst, eigentlich haben wir nichts gesehen, oder? Wir haben doch wochenlang nach ihm gesucht. Aber wir konnten ihn nicht finden. Was ist los, Felix? Willst du sie nicht auch in Sicherheit wissen? Felix, war das nicht der Name deines Bruders? Aber der Unfall. Mein Bruder, Ich werde es tun. Ich werde meine Maske abnehmen. Plopp. Tatsächlich. Das ist unmöglich. Ist er. Ich weiß, dass ich dir viel Kummer bereitet habe, Jenna. Es war ein Wunder, dass ich an diesem Tag überlebt habe. Wir haben ihn gerettet. Wir sahen ihn bewusstlos im Wasser treiben. Seitdem bin ich nicht von ihrer Seite gewichen. Ich habe viele neue Erfahrungen gesammelt. Aber warum? Ja. Warum hast du mich alleine gelassen? Ach, Jenna. Mein eigener Bruder. Ich dachte, du wärst tot. Hebt euch die tränenreiche Wiedervereinigung für später auf. Stimmt. Die Elementarsterne genießen Vorrang. Ist das akzeptabel? Felix würde uns niemals erlauben, euch oder seiner Schwester Leid anzutun. Ja, was soll ich sagen? Felix, stellt unsere Garantie dar. Und jetzt gebt uns die Elementarsterne. Okay. Wenn das so ist, wir haben keine andere Wahl. Sollen wir ihnen die Elementarsterne geben? Ja, also Felix ist ja unsere Versicherung. Ja. Ich glaube, ich sollte ihnen die Elementarsterne übergeben. Ja. Isaac, übergib die Elementarsterne. Und hep. Was? Erlaube mir, dich von der Last dieser Elementarsterne zu befreien. Oh, Alex, du bist spät. Alex ist auch einer unserer Freunde. Gib ihm die Steine. Okay, wenn das so ist. Na toll. Nachdem wir die ganze Arbeit hatten. Garrett gibt ihm die Elementarsterne. Ich befürchte, ich muss mich im Voraus entschuldigen. Hä? Wie meinst du das? Denn du wirst uns auch noch den letzten Elementarstern bringen. Was? Einen Moment, halt! Was? Ihr wollt, dass wir euch auch noch den letzten besorgen? Oh, hast du mich etwa nicht verstanden? Ihr habt gesagt, ihr würdet Jenna gehen lassen, wenn wir euch die Elementarsterne geben würden. Ihr habt es versprochen. Nein, mein Freund. Wir wollen, dass ihr uns alle Elementarsterne bringt. Hört auf zu meckern und bringt uns den letzten Elementarstern. Ja, okay. Danke für eure Mithilfe. Wir warten auf den Rest. Tschu. Tipp und tipp und tipp. Schweinerei. Ja. Wir können nichts machen. Was holen wir die? Warum dieser blöde Alex nicht einfach selbst dahin fliegt? Unverschämtheit. Okay, super. Hier geht's nicht weiter.
müssen wir auch noch an diesen Idioten vorbei. Ja, ist toll. So, mal gucken. Hep, hep. Na, guckt uns nicht so an. Wir holen hier ja schon. Ey, wie die uns alle hinterher gaffen, ja. Ist ja echt schlimm. So. Okay, holen wir den halt auch noch, den letzten Elementarstern. Ist ja jetzt auch nicht mehr so schwer. Blödes Rumgehüpfe, ey. Okay. Gut, das ist dann wohl der letzte. Gut. Diesmal keine Säulen. Isaac, steck den Marsbeutel in einen Mithrilbeutel. Gut. Was? Nee, okay. Wow. Was ist los? Was ist geschehen? Nein! Nicht schon wieder! Das Wasser ist weg! Ohne die Energie der Elementarsterne wird diese Höhle einstürzen. Ist das die schreckliche Vergeltung, von der die Leute gesprochen haben? Nein. Das muss die wahre Macht der Alchemie sein. Verdammt. Nein. Oh. Okay. Oder was hat sich beruhigt? Puh. Es ist vorbei. Aber was war das? Was ist das? Nein! Oh, was ist das? Ein Zyklop-ähnliches Ding. Naja. Dieser Felsen. Er schwebt. Weißt du, was das ist, Isaac? Ich kann mir denken, was das ist. Das ist das, wovon Kraden vorhin noch gesprochen hat. Ja, ich weiß. Das ist es. Dass er es ein Felsen ist. Blödmann. Achso. Nein. Das vielleicht... Kann das vielleicht der alte Weise sein? Welch Macht. Unglaublich. Wow. Okay. Was hat er gemacht? Irgendwas hat er gemacht. Das muss der Wächter der Elementarsteine sein, der Sterne sein. Das sieht nicht gut aus. Wir sollten besser fliehen, solange wir noch können. Aber wir brauchen den Marsstern. Wir können ihn nicht zurücklassen. Ich stimme Felix zu. Wir haben keine Chance gegen den Wächter. Der Marsstern muss für heute warten. Was ist denn dieser Hack und Garrett? Könnt sie nicht einfach hier lassen? Vergesst sie. Sie werden hier niemals lebend rauskommen. Aber Saturus, es gibt noch immer eine Chance, dass sie überleben. Alles ist möglich. Was schlägst du also vor? Wir nehmen diese Jenna mit uns. Wenn sie überleben, werden sie nachher suchen. Und wenn sie sie finden, bringen sie uns auf den Stern. Ah. Auf jeden Fall muss Kraden mit uns kommen. Er hat mit all dem hier zu tun. Alex, du brichst unser Versprechen. Seitdem wir das Versprechen gegeben haben, haben sich die Umstände drastisch verändert. Jenna hat damit nichts zu tun. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr Leid zugefügt wird. Macht mit mir, was ihr wollt, aber lasst Jenna gehen. Dein Mut spricht für dich hier, alter Mann. Aber du kannst Jenna nicht helfen. Ah. Wenn wir Jenna im Stich lassen, wird sie sicher sterben. Ist es wirklich das, was du willst, Felix? Hm. Ach, stimmt schon. Oh, verdammt. Vielleicht sollten wir das woanders fortsetzen, Felix. 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 Hm. Ja, okay. Bitte, können wir jetzt gehen? Ja. Verdammt. Wir sollten uns beeilen. Los, lauf schon, blödes Weib. Hey, hör auf, meine Schwester zu stoßen. Was glaubst du, mit wem du sprichst? Du schuldest uns dein Leben. Menardi. Hm. Okay. Gut. Meister Kraden, ihr werdet uns natürlich auch begleiten. Gut. Dann mal alle raus hier. Los. Erst Saturos. Dann Kraden. Ja, jetzt Menardi. Ich sag, Garrett bleibt
Bleibt am Leben. Jetzt darf Jenna als nächstes. Felix. Und zu guter Letzt. Oh, noch der Marsstern. Was für ein Jammer, dass wir ihn zurücklassen müssen. Aber vielleicht sehen wir ihn ja bald wieder. Zuletzt noch Alex. Okay. Was ist mit uns? Okay, wir haben uns hinter der Statue versteckt. Aber das kann ja auch nicht alles sein. Es scheint, als hätte sich das sanfte Lächeln des Glücks in die Fratze des Pechs verwandelt. Sieht leider so aus, ja. Es ist ein Wunder, dass wir überlebt haben. Ach. Jenna und Kraden sind fort. Ja, leider. Du glaubst doch nicht, dass sie Jenna und Kraden etwas antun werden. Oder etwa doch? Nein, ich glaube, solange Felix dabei ist, nicht. Gut. Ja. Sie werden es schaffen. Felix ist bei ihnen. Gut. Aber guck dir das mal an. Das ganze Wasser und diese Risse. Verdammt. Das ist wirklich schrecklich. Wenn wir hier raus wollen, haben wir einen langen Weg vor uns. Ja, du hast recht. Wow, was? Okay. Aber was passiert jetzt noch? Wir haben ein Problem. Ja, ich würde auch sagen, auf alle Fälle. Lass uns von hier verschwinden. Wow, der... Gareth! Hey, Isaac! Hier bin ich, komm, wir müssen los. Gareth, guck doch mal, verdammt. Was? Oh. Oh. Warum steht ihr da noch herum? Warum steht ihr da noch herum? Dieser Ort birgt nun Gefahr in sich. Du bist hier der Einzige. Du bist hier die einzige Gefahr. Hm? Yes. Okay, was macht der Stein da? Er setzt auf der Psy-Energie ein. Okay, und wow. Gerade haben diese Krater da gepulsiert, aber es hat jetzt aufgehört. Bald wird der Vulkan seinen Zorn aus sich herausspeien. Ich werde ihn nicht länger zügeln können. Ihr müsst diesen Ort verlassen. Oh, was? Hä? Was war das? Die Jinster-Elemente. Sie sind zurückgekehrt? Nimmst du den Elementarstern in deine Hand? Ja, mache ich. Steck ihn wieder in den Beutel. Die Elementarsterne. Bewegen sich von hier fort. Okay. Die Djinns hat er die genannt, die abhauen. Ohne die Macht der Elementarsterne kann das Magma wieder ungehindert fließen. Und diese Kammer wird in sich zusammenstürzen. Okay, auch die Djinns vom Merkur. Es wird keinen Ort mehr geben, an den die Elementarsterne zurückkehren können. Und auch noch Venus. Djinns waren hier, glaube ich, ne? Die Welt wird nun der Bedrohung der Alchemie schutzlos ausgeliefert sein. Alchemie? Eine Bedrohung? Wird sie missbraucht, kann sie eine gefährliche Macht darstellen. Wenn die Elementarsterne die Flammen der vier Leuchttürme entzünden, wird diese Macht entfesselt. Solange diese vier Leuchttürme ihr Licht nicht erstrahlen lassen. Oh! Jetzt geht's aber los hier. Mann, was ist denn los hier? Okay, aber oh, zum Glück hilft uns nochmal. Und um was? Das bringt nicht richtig was. Okay, er geht nochmal auf eine andere Stelle und okay, strengt sich nochmal genau richtig gut an. Okay, aber es bringt nichts. Die Musik wird langsam ernst. Okay. Was sollen wir denn machen? Der Vulkan, er bricht aus. Flieht! Jetzt! Aber wie? Ach, ich verstehe. Ich werde euch helfen. Okay. Wie will er uns denn jetzt noch irgendwie glühen und... Okay. Sind wir in Sicherheit? Wow, super, er hat uns hier raus teleportiert.
Super. Hat dieses fliegende Augending uns gerettet? Sieht ganz so aus. Fürs Erste. Wow. Der Vulkan, der ist immer noch... Ja, du hast recht. Lass uns lieber verschwinden. Okay, wir sollten uns beeilen, aber trotzdem ist der Part jetzt wieder ein bisschen länger geworden und wir werden ihn hier erstmal wieder beenden. Mal sehen, ob wir es hier noch rechtzeitig rausschaffen. Wenn wir hier weiter rumstehen, natürlich nicht, ne? Deswegen, jetzt erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.